Es hat keine halbe Minute gedauert. Da sind da hinten schon wieder die Straße welche runtergekommen. Und die kommen weiter zu uns. Ich kann mir vorher noch abbiegen. Wir wollen ja weiter rein, aber erst einmal hallo allerseits. Und willkommen zurück bei The Division. Hier kenne ich mich noch gut aus. Ja, hier. Dazwischen rein. Hier kommen wir doch bei dem Parkplatz raus, wenn ich mich jetzt nicht großartig irre. Versiegelter Behälter blau. Division Tag Darkstone Währung. Ganz, ganz viel. Nur gelbe Objekte. Darkstone Währung ist, glaube ich, jetzt noch das Wertvollste. Gut, jetzt wissen alle, dass wir was dabei haben. Und wir haben einen dicken Rang. Gut, hier werden alle so einen Rang haben. Aber bisher haben wir noch keinen Spieler gesehen. Ne, hier kommen wir nicht beim Parkhaus, beim Parkplatz raus, ne? Ich bin oh, oh. Noch mehr von den da. Kann ich das Geschütz selbst drehen? Oh Gott. Ist hier ein Panzer? Nein. Das Geschütz dreht sich gut. Mann, Mann, Mann. Ich komme da einfach raus und schon geht's los. Oh. Letzte Folge noch angeguckt, der ist da auf der Straße. Schon vergessen. Naja. Gibt Schlimmeres. Könnt mal weiter vor. Naja, Darkstone-Währung. 400. Hat das vielleicht auch da drüben gehabt, aber da gibt's wirklich Schlimmeres. Ich habe aber die Leute gleich wieder abgelenkt, die Straße runterkamen. Die haben meine volle Aufmerksamkeit bekommen. Kriegen wir jetzt einen Behälter? Ein Dark Zone Einsatzbehälter. Gut. Will ich mal mich nicht beschweren. Solange ich nicht ständig irgendwie Einbildung dazu bekomme. Hier, du hast den nächsten. Hier steht der ganze einer unten links und mich das irgendwie nervt. Fände ich es in Ordnung. Dann freue ich mich über solche Sachen. Die Behälter sind echt cool. Die gefallen mir wirklich sehr in dem Spiel. Wenn das so ist wie gerade eben, dann finde ich das auch gut. Dass wenn mich ein Spiel mit irgendwas nervt, dann nervt das. Bisher kommen wir echt gut durch, aber wir sind gerade mal noch in der 1. Hier schon. Hey, das ist aber nicht nett. Ja, unten links ballert das voll, aber das ist nicht sehr aufdringlich. Dann geht das noch, da liegt wieder Währung. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich bin noch nicht beim Wahrzeichen, also noch nicht gerade grenzwertig. Aber eben noch bei der bin ich Stufe 3. Daxon. Na halt, hier lag wieder Währung. Die will ich jetzt mitnehmen. Da unten gibt es womöglich geileren Scheiß, oder? Sieht aber auch cool aus. Ist das ein Basketballplatz? Nee. Doch, da. Oh, was ist denn da? Wieder ein versiegelter Behälter. Durfte ich hier beim letzten Mal nicht mitnehmen. Beim letzten Mal Daxon, da wurde ich umgebracht von den zwei Hanseln. Direkt bei der Abholung. Da war ja auch so ein Behälter dabei. Da habe ich mich ja auch schon ein klein wenig drauf gefreut. Und im Nachgang die ganzen gelben Behälter, die wir außerhalb der Dark Zone bekommen haben. Das war wirklich eine Freude. Viertel nach 12 womöglich. Wobei, der kleine Zeiger steht noch vor der 12. Komisch. Hier brennt es. Das sieht aber wieder schön aus. Schaut mal. Wie geil das wäre, wenn man wirklich in praktisch jedes Wohnhaus rein könnte. Oh, hier liegt doch sogar noch was. Es wäre schon sehr viel verlangt bei dieser großen Spielwelt, aber boah, ich will es mir gar nicht ausmalen, wie geil das sein könnte. Gut, ich habe mir damals schon zu Zeiten von GTA Vice City gedacht, wie geil wäre es denn, eine Stadt so groß wie Vice City zu haben und da wirklich in jede Wohnung reingehen zu können. Und die Stadt ist verglichen mit heutigen Spielwelten wirklich puppeklein. Spieler, was für einen Rang haben die? Bitte nicht umbringen. Gar keinen Rang, was ist denn hier los? Ich bin lieb. Die haben gar keinen Rang, was ist das denn?
Warum wird er jetzt nicht mehr angezeigt? Gucken, ob die mich umbringen. Wie gesagt, ich will bei sowas nicht die Initiative ergreifen. A, sind die zu viert? Und B, warum sollte ich auf die zuerst schießen? Mal ausgeblendet davon, dass die eben zu viert sind. Muss ich da jetzt mittlerweile wirklich erst Tab drücken, um zu sehen, wie geil die sind? Ich meine, so hat es auch seinen Reiz. Stellt euch mal vor, die wären ganz, ganz schwach im Vergleich zu uns. Und dann schießen die auf uns und merken, oh Kacke, der kriegt ja gar keinen Schaden. Kann ich mir nicht vorstellen hier. Aber wenn das so wäre, das wäre schon eine echt coole Überraschung. Ah, nein. Gucken, ob sie mir gleich helfen. Oder ob sie mich umbringen. Also, den Reiz, da kann ich verstehen. Diese Ungewissheit. Dieses Risiko, was du eingehst. Vertrauen. Und nicht enttäuscht werden. Oder dick auf die Nuss bekommen. Um deinen ganzen Kram zu verlieren. Schon Stufe 17. Gerne mit denen gespielt, aber allein schon um herauszufinden, wie geil die sind, wie viel Schaden die machen. Ey. Na, wo er hingeworfen hat. Na, mal gucken, verschließen wir uns so zwei Leuten ein. Ich glaube, die vier, die können sich schon sehr selbstsicher sein. Zu viert sind sie eine Macht. Wenn sie genauso stark sind wie wir, haben wir null Chance. Mal ich erst reagiere, anstatt zu agieren, dann habe ich sowieso schon halb verloren. Dann haben sie mir schon drei Viertel runtergeschossen. Und das war's dann. Oh, oh, oh. Ich habe schon mal mehr regeneriert. Nein. Und wir haben gar nicht mehr so viel Munition, zumindest von diesem... Geschütz müsste mal wieder was erledigen von unserem G36C. So, komm, jetzt mach ihn platt und gib uns Munition. Nein, der blöde Kasten ist im Weg. Jetzt. Oh, keine Munition. Ach komm, keine Munition verschwinden. Geht eh gleich kaputt. Hä? Lebt der Anwender noch insgeheim? Hey. 70. Oh Gott, die sind schon geil. Oh Gott, der ist böse. Ne, was hat er für ein Zeichen? Ich dachte, das wäre so ein abtrünniges Zeichen. Die schon wieder. Die sagen aber auch nichts. Ich lasse das Geschütz jetzt mal nicht hochgehen, weil dann kriegen sie Schaden und dann... Waren das die gleichen Namen? Ich glaube schon. Der eine mit seinem Schild, der angeben wollte oder einfach auf Nummer sicher gegangen ist. Und es waren wieder vier. 4E vom und Lego. 99. Ach du Scheiße, die spielen jeden Tag Dark Zone. Oh. 270 hatten sie, damit sind sie uns überlegen und dann sehe ich ja gar keinen Stich. Gut, Dark Zone Rang 3. Das nächste Ziel ist mal ganz optimistisch hier oben. Straßensperre. Aber dann kommen wir schon mal in die übernächste. Ich will nicht wieder rausgehen, ich will bloß mal eine Orientierung haben, wenn ich wieder kämpfe und dann die Richtung verliere. Alarm! Eintreffende Nachschublieferungen entdeckt. Das holen sich bestimmt die vier. Da mische ich mich erstmal nicht ein. Ich will erstmal weiter vorankommen. Ich bin mal gespannt, ob das gleich noch härter wird hier in der 3. Wir müssen bis zur 9, wir sind gerade mal in der 3 angekommen. Oh Gott, oh Gott. Daily lässt das fallen. Boah, den sieht man aber schwer. Oh, das sah schön aus. Nochmal, bitte. Dafür sollte ich ihn aber nicht umbringen. Oh. Short Fussel. Ohne L und WS. Muss man langsam Munition sparen.
echt nicht dein Ernst. Oh, doch. Komm schon, das geht. Haben wir gerade gesehen. Nein. Gut geschützt, gibt Munition. Oh oh. Sobald Spieler auf uns schießen, erkennt das Geschütz die auch als Feinde. Könnte zu spät sein, das Geschütz macht die auch, glaube ich, nicht gleich tot, aber... Das zu wissen ist schon nicht verkehrt. Oh Gott, was geht denn hier gerade ab? Das ist mir zu viel. Dark Zone Nachschub in 5 Minuten. Weg. Das Geschütz ist auch immer einmal, oder? Ja, die haben sich wieder gegenseitig nicht lieb. Ja, wobei, ihr kriegt noch... Ach ne, weil wir einfach hier am Kampf teilgenommen haben, der ist gestorben durch einen anderen. Gibt es dafür Belohnung. Böse Buben unter sich. Ach Mann. Mal gucken, wie viele hier noch sind, aber so ein Geschütz kann nie schaden. So schnell wie das auch wiederkommt. Schützt, hier schieße ich dir gleich was ganz niedrig. Gib Munition. Mann. Geht das in der Dark Zone? Ich meine, die Chance ist schwindend gering. 10%. Aber ich denke mal auch in der Dark Zone. Warum sollte das hier nicht gehen? Wird das funktionieren? Schon festgesetzt. Nein. Hey, das war aus Gold. Dauert noch ein Stück. Ist aber gerade ruhig. Ist wirklich gerade verdammt ruhig in der Dark Zone. Irgendwann musst du raus. Wahrscheinlich warten die vier auch, bis wir zum Abholen gehen, damit sie nicht zu viel Arbeit haben. Aber ich bin auch überhaupt nicht drauf aus, uns irgendwie zu ärgern. Könnte ja auch sein. Auch wenn man grundsätzlich vom Schlimmsten ausgehen sollte, oder zumindest das nicht zwingend schaden kann. Misstrauen in so einer Ausnahmesituation ist nicht unangebracht. Ja, blend mich, bitte. Ja. Nochmal? Hatten wir doch gerade erst. Puh, jetzt wird's aber gerade hier knackig. Ich meine, wir haben noch verdammt viel Munition, aber... Vielleicht sollten wir alle spätestens bei der Straßensperre mal wieder Munition auffrischen. Wobei, dann kriege ich automatisch den Behälter. Den gelben, den ich habe. Das Geschütz ist wieder weg. Oh, 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 oh. Oh, das ist gerade echt nicht ohne. Aber das gefällt mir gerade deutlich besser als dieser Übergriff. Einfach ist es nicht. Es ist wieder so ein Stellungskampf. Aber wenn der schnell vorbei ist, weil wir gleich sterben. Oder weil die Gegner verdammt schnell sterben. Das Verhältnis hier gefällt mir gerade viel, viel besser als zuletzt überhaupt. Komm, Geschütz, mach den gleich fertig. Ach Mann, ich wollte gerade sagen, das Geschütz ist doch eher gleich fertig. Dann lasse ich den mal am Leben. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht gleich. Geschütz ist gleich wieder bereit. Holt sie aus der Deckung. Werfe eine Shit. Granate! Ich kann nichts machen. Das war aber keine nette Granate. Ist der Typ da weg links? Scheint so. Munition haben wir nicht bekommen, ist unter 1000 beim LMG. Das Geschütz bekommt auch was, aber nicht zu knapp. Na, Geschütz, komm, schieß auf links. Nein, nein. Hm. Oh, jetzt ist der gerade mal in Position, endlich. Hält aber auch was aus. Unser Magazin ist immer noch nicht leer. Ja, der hält das aus. Ja, das ist eine böse Granate. Finde ich nicht gut.
Aber der hat sich wieder geheilt, hä? Ah, Schlingel der. Ich peil das hier auf die Munition, ne? Nachschublieferungen sind beendet. Aber wenn ich nicht aufpasse, dann geht das gleich ganz doll schief. Geschütz, Geschütz, kein Schütz. Er brennt das, er blutet das. Geschütz muss ihn umbringen. Trifft er noch vorher? Nein, aber er trifft wieder nicht. Geschütz ist gleich wieder im Eimer, dann hält er sich wieder. Wir machen jetzt das mit dem gelben Putz. Der wirft das Ding aber echt kacke. So, noch nicht geheilt, der Böse. Komm, trifft doch. Geschütz. Ey, du hast schon eine erhöhte Position, ey. Ich fass es nicht. Ich versuch den Mavi aus der Deckung zu treiben. Ich dachte, wäre jetzt jemand. Super, aber keine Munition. Schade. Was Gelbes. Ich will was Exotisches haben, aber ich glaube, das gibt's in der Dark Zone nicht. M9 ganz dick. Und UMP 277er. Da rechts soll auch noch was sein. Der Division Tag fallen lassen? Nee, Waffenset. Mach doch selbst. Ey, wie bist du? Über den Stacheldraht, nicht im Ernst, oder? Gebiet gesichert. Wahrzeichen gesäubert. Goll. Haben wir jetzt einfach so bekommen, ohne abgeben zu müssen. Da schaue ich mal kurz nach. Haben wir einfach so bekommen. Coole Sache. Boah. Es gibt zwar Geileres, aber... Ich will sagen, wenn wir das einfach so bekommen sollten, würde ich nicht nein sagen. Also noch haben wir genug Munition dabei, aber... Ey, man sich versieht, sind das dicke Menschen. Nee, sind Weihnachtskugeln. Oh, ein Nussknacker. Hallo. Oh, cool. Das ist eine coole Gasse. Oh, schön. Kann man die zerschießen? Zum Glück nicht. Macht zwar immer Spaß, Sachen zerschießen in Spielen. Ob jetzt Wände, Vasen, Scheiben, irgendwas, aber... Oh, ist das eine Abholung? Nee, würden wir angezeigt bekommen. Aber Weihnachtskugeln... Schick. Na, was läuft denn da im Spieler? Zivilist wird es ja wohl nicht sein. Oh, eine Kurve. Das sind nur noch 200 Meter, dann sind wir hier wieder drüben. Die 4. 34. Sind wir zum ersten Mal hier. Also bisher geht's noch. Ich habe jetzt ziemlich lange gebraucht, weil ich auf mein Geschütz gehofft habe. Das ist eine Alarmanlage, oder? Bergung zieht ab in 23 Sekunden. Wir könnten noch was anhängen. Vielleicht sterben wir. Ich schaff's aber, glaube ich, nicht mehr ganz. Nee, ist weit weg. Nee, gehe ich nicht lang. Ist gar nicht verkehrt, den Kram erstmal abzugeben. Oh, hier ist zu? Okay. Oh, wir hatten den Weihnachtsbaum umgehauen. Geht's denn da hin? Ich sag jetzt, ach, ein Zerschießen. Division Tag. So eine Riesenkiste, dann eigentlich bloß Quatsch drin. Ich muss mal wieder so ein kontaminiertes Action gehen und da...
eine Waffe finden. Die war beim letzten Mal schon ziemlich geil. Als wir zum letzten Mal in der Dark Zone waren. Oh, ich sehe gerade wieder. Passend könnte ich die Folge beenden. Und ich bin im Haus, wo ich erstmal entdeckt werden muss. Gegner werden hier wohl nicht sein. Schon wieder eine dicke Kiste. Dann verstecke ich mich mal hier. Mal gucken, ob mich in der Pause jemand findet. Ich hoffe ja nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.